liebe Papierkreative. Willkommen auf meinem Kanal Stempelstanze Papier. Mein Name ist Ulrike Schott und ich bin unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin. Ich habe euch heute ein neues Projekt mitgebracht mit dem Thema Frühling und Ostern. Das Thema stammt nicht von mir, sondern von meiner direkten Ablein Indra Biendl. Sie gibt immer so eine Teamaufgabe und ja, diesmal eben Frühling und Ostern. Und ich habe eben dieses Projekt gestaltet und das möchte ich gerne mit euch basteln. Ich zeige es euch gleich mal, mache es auch auf. Später, wenn ich es dann wegschicke, werde ich dann noch ein bisschen Ostergras und ein paar passende Ostereier einfüllen. Und ja, dann werde ich es an Indra wegschicken. Highlight meiner kleinen Box ist nicht nur dieses selbstgestaltete Designerpapier vorn drauf, sondern vor allem meine zwei 3D-Schmetterlinge. Die werden noch aufgeklebt, das habe ich noch nicht gemacht, denn ich bin noch am Hin und Her überlegen, wie ich das am besten sicher verpacke, dass es in der Post keinen Schaden nimmt. Deshalb habe ich meine zwei hübschen hier noch nicht festgeklebt. So sehen sie aus, mal von der Seite und eben von vorne. Die stelle ich mal schon weg, dass denen nichts passiert. Und ich zeige euch jetzt noch den Rest der Box. Es ist eine relativ große Box, deshalb besteht sie aus zwei Teilen, einem Ober- und einem Unterteil. Wir haben also hier wunderbar diesen angedeuteten Rasen, will ich mal sagen, oder eben diese wunderbaren kleinen apfelgrünen Blätter. Hier oben befindet sich dann eben dieses selbstgestaltete Designerpapier mit dem Spruch für dich. Und wenn ich das jetzt aufmache hier, kommt hier innen drinne nochmal eine Klappe zum Vorschein. Die kann ich eben öffnen, kann hier alles Mögliche einfüllen. Wie gesagt, ich werde mir nachher die Ostereierchen reintun, beziehungsweise was auch geht, es gibt vielfach so Schokoladenverpackungen, so viereckige. Ich mache jetzt keine Werbung dafür, die habe ich auch selber gekauft, aber die würde auch hervorragend da reinpassen. Und innen nochmal dieser Schmetterling aufgeklebt und da steht frohe Ostern weit und breit und eine schöne Frühlingszeit. Also wenn das kein Frühjahr- und Osterprojekt ist, dann weiß ich auch nicht. Und wie gesagt, die Klappe hier zum Aufmachen und wieder schließen. Und dieses Projekt möchte ich mit euch basteln. Fangen wir jetzt mit der Unterbox an. Ich benötige dazu, und ich habe mich jetzt nicht für Kirschblüte wie beim ursprünglichen Projekt, sondern für Rauchblau entschieden, mit einem Karton an. Es ist ein DIN A4 Karton. Ich habe schon zugeschnitten, den ich einmal in kompletter Größe hier auf der Seite, die 21 cm betrifft, hier an der Seite einmal um 0,2 cm auf der gesamten Länge gekürzt habe. Das heißt, ich habe dann jetzt hier keine 21 cm mehr, nur noch 20,8 cm. Anschließend habe ich gefalzt und zwar, indem ich jetzt hier diese lange Seite anlege bei 3,5 cm, dann bei 17 cm und bei 20,5 cm. Den Rest der Länge habe ich einfach so stehen lassen. Auf der kurzen Seite habe ich links und rechts jeweils bei 3,5 cm, also das und das hier, gefalzt. Dann brauche ich für den Aufleger innen einmal ein entweder Grundweiß oder auch wenn ihr noch Flüsterweiß habt, ein Karton in den Größen 13,2 cm mal 8,2 cm. Auch für den Aufleger innen brauche ich nochmal einen weißen Karton in 13,2 x 7 cm. Und ich habe hier mich jetzt diesmal für Gold entschieden. Auf meinem Originalprojekt ist es Silber, aber ein bisschen Abwechslung darf ja ruhig sein. 13,2 x 8,5 cm. Wenn ihr möchtet, da wir sowieso nur einen kleinen Rand davon sehen, könntet ihr euch auch, denn die Papiere sind ja nicht gerade günstig, hier ein Stück in der Mitte rausnehmen, denn am Ende sehen wir hier nur noch einen schmalen Rand von diesem goldenen Farbkarton. Gut, das ist erstmal das, was ich für die Innenbox brauche.
Fangen wir erstmal mit dem großen Papier an. Das muss ich jetzt erstmal zurecht schneiden und auch dann falzen. Also fangen wir mit dem Schneiden an. So. Ich lege mir das jetzt mal so hin, dass die Seite, wo keine Falz ist, also hier ist ja nichts, hier ist ja offen, auf der Seite liegt. Und dann schneide ich mir jetzt einfach bei diesen kleinen Vierecken hier eine entsprechende Klebelasche rein. Das mache ich von außen. Und dann schräge ich mir das links und rechts einmal an. So, geschnitten habe ich immer bis zur ersten Querfalz. Das mache ich jetzt hier bei diesem zweiten Viereck auch und bei dem hier drüben und bei dem hier. Anschließend muss ich mir jetzt hier, ich lege es mir wieder so rum, dass hier die 3,5 cm Falz ist und hier ist es offen, muss ich mir diese Geschichte an den Ecken noch abrunden. Und ich habe mir wieder überlegt, wie mache ich das? Es sollen ja zwei schöne Kreise oder so Halbkreise werden. Und ich bin wieder auf meine berühmte Taktik übergegangen, nämlich ich habe mir meinen 2-Inch-Kreis genommen, den ich mit der 2-Inch-Kreisstanze ausgestanzt habe und lege mir hier entsprechend das so an, dass es einmal hier und einmal da anstößt. Also wie gesagt, 3,5 cm, dann kommt der große Teil, dann kommt wieder dieser Abschnitt mit 3,5 cm und hier die offene Seite. Und ich werde mir jetzt hier einmal diese Kreisrundung nachfahren. Ihr könnt natürlich auch jedes andere kreisförmige Objekt nehmen. Anschließend werde ich mir jetzt gleich mal alle Falzlinien nachfalzen. Bevor ich jetzt diesen Karton zusammenlege, werde ich mir, weil es vom Kleben einfacher ist, hier schon mal meinen Aufleger machen. Ich hole mir gerade noch mal das Original. Also hier drinnen habe ich ja diesen tollen Aufkleber mit dem, also diesen Aufleger, nicht Aufkleber, Aufleger, mit dem Schmetterling und eben diesen drei Lagen. Und wie ihr seht, habe ich hier einmal so eine tolle Rundung ausgestanzt. Dazu brauche ich meine Präge- und Stanzmaschine. Ich habe hier noch die magnetische Platte drauf. Und für diesen Schwung benutze ich jetzt die Stanzformen mit Schwung. Und zwar diese hier. Ich habe sie mir schon raus. Und ich nehme diesen kleinen Karton. Das war der mit 13,2 x 7 cm. Den werde ich mir jetzt hier einlegen. Und wir haben ja hier diese Stanzfläche, also das ist praktisch die Stanznaht, da schneidet es ab und hier macht es ja nur das schöne Muster. Und ich lege mir das jetzt so an, dass ich praktisch jetzt hier einen schönen Schwung bekomme. Also hier schaue ich, dass es abschließt und auf der Seite schaue ich, dass es hier unten einmal anstößt. Jetzt müssen wir diesen Karton natürlich noch kolorieren. Dazu
brauche ich erstmal eine Unterlage. Und wie ihr seht, nehme ich noch mir das Original noch einmal, habe ich hier so einen tollen Farbverlauf. Also im unteren Bereich grün, dann habe ich hier Kirschblüte und das oben geht dann über in Heideblüte. Und auf dieser Seite habe ich dann Aquamarin genommen. Und was habe ich dazu benutzt? Dazu benutzt habe ich Blending Pinsel. Also ich habe hier eine ganze Menge Blending Pinsel. Das sind ja hier die neuen von Stampin' Up und sie sind wirklich klasse. Also ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Und ich habe die jetzt schon ausgewaschen. Ihr seht, also ganz geht die Farbe nicht raus, aber das wird mein Blau sein. Das wird hier mein Grün werden. Da ist es fast komplett rausgegangen. Und ich habe halt noch alte, muss ich dazu sagen, die tue ich natürlich nicht weg, denn die tun ihren Dienst auch noch. Und ja, ich werde jetzt für jede Farbe einen der Pinsel benutzen und das Ganze mal kolorieren. Also, wie gesagt, ich brauche jetzt die Farben Kirschblüte, grüner Apfel, Aquamarin und Heideblüte. Das sind jetzt die Farben, die ich benutze. Und ich fange mit dem grünen Apfel an. Nehme ich mir als nächstes einen hellen Pinsel, dann nehme ich jetzt mein Kirschblüte. Ich gucke gerade noch mal in meine Box, wie stark ich die Farben gemacht habe. Also ihr seht, es ist schon recht kräftig. Das werde ich da auch wieder machen. Dann nehme ich mir mein Heideblüte. Dann zum Schluss habe ich mein Aquamarin und damit mache ich die letzte Ecke auf der linken Seite. Jetzt ist schon mein Aufleger fertig und wie ihr seht, hat er einen unheimlich schönen Farbverlauf. Also diese Blending Pinsel sind wirklich genial. Ich kann sie nur empfehlen. Ich wasche die dann mit Wasser aus. Ist überhaupt kein Problem. Achtung, wenn ihr sie auswascht, müsst ihr wirklich manchmal 2 oder fast 3 Tage warten, bis sie wieder trocken sind. Also wer die Blending Pinsel sofort wieder benutzen möchte, darf sie nicht auswaschen und hat vielleicht für jede Farbfamilie einen Pinsel. Man kann den dann gründlich ausreiben, da braucht man ein bisschen Geduld für, dann ist auch ganz viel von der Farbe weg. Und es ist ja nicht schlimm, wenn ich damit jetzt in ein anderes Grün oder ein anderes Blau gehen würde. Ich würde es eher in die Blautöne geben. Jetzt habe ich mir das schön koloriert und dann muss ich mir das noch stempeln. Dazu nehme ich mir meine Stempel- und Perforiermatte, weil ich mit Glassichtstempeln arbeite.
Und ich brauche gleich erstmal wieder mein Grün, mein grüner Apfel. Und ich benutze verschiedene Stempelsets. Also zum Stempeln habe ich im Wesentlichen also jetzt erstmal benutzt für diesen Aufleger einmal Beautiful Friendship aus dem Jahreshauptkatalog und Blumen voller Freude. Das sind beide so ganz, ganz tolle aquarellige Blüten. Und wer Blumen mag und dieses Aquarell, für den sind die beiden ein Must-Have, ne? Und ich habe mir diesen und diesen Stempel herausgesucht für die Blätter und bei dem hier den mit der Struktur, also diese kleinen. Solche Blattstempel gibt es natürlich in ganz vielen Sets, schaut halt mal, was ihr zu Hause habt. Die habe ich mir jetzt schon mal auf Stempelblöcke aufgezogen und ich werde die jetzt hier unten entlang stempeln, um mir eine Art, ja, Wiese oder ähnliches zu machen. Ich nehme sowohl den ersten wie auch den zweiten Stempelabdruck. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. So. Fertig ist meine Blumenwiese und ich finde eben durch den ersten und zweiten Stempelabdruck gibt das so eine gewisse Dimension nach hinten in die Tiefe des Raums. Als nächstes habe ich mir jetzt hier innen noch Blüten aufgestempelt. Die stammen auch aus den Blumen voller Freude, einmal in Lila, einmal in Rauchblau und diese kleinen Punkte auch wieder in Aquamarin. Und das werde ich jetzt gleich auch noch mal machen. Ich nehme jetzt hier meine Blumen voller Freude. Den hier brauche ich. Ha, da klebt er. Und den hier brauche ich. Das brauche ich und den kleinen brauche ich. Dreams holding us closer. Meadows of our youth. 107 days. But recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Anschließend brauche ich einmal hier dieses kleine. Dieser Stempel und den werde ich mir jetzt in Aquamarin aufstempeln. Und dann fehlt mir hier noch das Innenleben. Da brauche ich noch mal meine kleinen Stempel. Und jetzt da nicht den ersten Abdruck genommen habe, sondern den zweiten, brauche ich einen Ton dunkler, dann nehme ich mir dann Amethyst. Jetzt ist der Aufleger fertig. Später kommt dann noch der Schmetterling drauf innen. Das machen wir gleich im Anschluss, aber jetzt baue ich mir erstmal meine Box zusammen. Dazu nehme ich mir jetzt meinen Karton. Hier eben die 3,5 cm Falz, hier oben die offene Fläche. Hier kommt jetzt mein Aufleger drauf. Den klebe ich mir mit Tombow auf. Zunächst einmal diesen goldfarbenen Karton. Der kommt jetzt hier rauf. Ich nehme wieder den ganz normalen Tombow, unseren Flüssigkleber, den ich mir wie immer, wer meinen Kanal verfolgt, in diese Fläschchen umgefüllt habe, die so unheimlich praktisch sind. Bezugsquelle unter dem Video. Den möchte ich aber erst mit dem Spruch versehen. Weil mir passiert es auch immer wieder, dass vielleicht mal der Spruch beim Stempeln daneben geht. Deshalb möchte ich das zuerst machen, bevor ich es aufklebe. Ich nehme wieder meine Stempel- und Perforiermatte. Nehme meinen
gerade gestalteten Aufleger und lege die beiden hier so aufeinander, dass sie am Rand oben exakt aufeinander liegen und auch an den Seiten. Die sind ja gleich groß geschnitten. So. Und jetzt habe ich eben hier meine Stempelmöglichkeit. Und da es ja nach Vorgabe von Indra ein Frühlingsgruß sein soll oder ein Frühlings- und Ostergruß, habe ich mich entschieden, eben aus diesen Tulpengrüßen, findet ihr auch im Jahreshauptkatalog, frohe Ostern weit und breit und eine schöne Frühlingszeit. Und die passt, wenn ich jetzt das gut gemacht habe, exakt da in diese Rundung von der Lücke. Ihr könnt natürlich wirklich auch jeglichen anderen Spruch nehmen, den ihr bei euch irgendwie in eurem Fundus habt. Und den habe ich tatsächlich, jetzt muss ich mal gucken, mal zirkeln. Jo, so passt das. Ich bin jetzt recht am unteren Rand, aber wie gesagt, einmal hinlegen, liegen lassen, dann wisst ihr, wie viel Platz ist. Und genau in diesen Platz zirkelt ihr dann euren Spruch hinein. Den habe ich ebenfalls in Amethyst gestempelt. Jetzt hoffe ich, dass er einigermaßen gerade ist, weil ich ja nicht ganz gerade drüber gucken kann. Und wie gesagt, wenn euch jetzt der Spruch schief geht, dann könnt ihr ihn nochmal machen. Ja, gut geworden. Und jetzt kann ich mir tatsächlich das aufkleben, ohne Probleme. Diesen Aufleger gebe ich mir jetzt hier auf meine Goldfolie. Achtet drauf, es wird sich ja die Box so verschließen, ja, dass er in die richtige Richtung geht, sprich also an die Richtung offene Seite. Und das ist so, dass hier habe ich es auch so gemacht. Oben bitte mit der Goldgeschichte abschließen. Es ist kein Aufleger, der in der Mitte ist, sondern dass nur hier unten so ein feiner Rand ist. Drum könntet ihr euch theoretisch da so ein Stückchen rausschneiden, um Goldfolie zu sparen. Also, wunderbar, klebt, sitzt, hat Luft. Und jetzt müssen wir nur noch die Box, die untere Box zusammenkleben. Dazu gebe ich mir, das mache ich jetzt auch mit Flüssigkleber, dazu gebe ich mir jetzt hier, weil ich das so einkleben möchte, auf der Außenseite, upsala, auf die Klebelaschen Tombow. Damit ist meine Unterbox fertig, die Laschen gehen nach innen und wir haben das fertig geklebt. Was jetzt noch fehlt, ist unser Schmetterling. Den werden wir jetzt auch gleich noch machen, denn der bedeutet ein bisschen Aufwand. Auch für unsere kleinen 3Ds. Wir brauchen den Schmetterling in verschiedener Position. Ich zeige es euch gleich. Dann brauche ich erstmal flüsterweißen
oder Grundweisen, je nachdem, was ihr noch da habt, Farbkarton. Und ihr braucht das Stempelset aus der Celebration namens Tintentraum. Da ist dieser wunderbar, ich finde so wirklich auch lebensechte Schmetterling drin. Und den nutze ich jetzt. Ich stempel den mit Memento Schwarz, weil ich anschließend mit den Alkoholmarkern, also den Blends, arbeite und dadurch verwischen sich die Farben nicht. Diesen Schmetterling normal abgestempelt, also brauche ich fünfmal. Also ich habe den fünfmal und den muss ich dann auch fünfmal kolorieren. Aber um eben den gegenüberliegenden Flügel zu kriegen, brauche ich ihn auch nochmal gespiegelt und zwar viermal. Das heißt, ich muss diesen Stempelabdruck spiegeln. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf den Acrylblock, auf einen zweiten stempeln und dann wieder so rum drauflegen. Ich mache das tatsächlich mit dem Stamparatus und der Silikonmatte. Also die habe ich mir hier schon mal zurechtgelegt. Wie gesagt, wenn ihr den Stamparatus nicht habt, könnte man es auch nur probieren mit der Silikonmatte. Aber dann wird der Stempelabdruck nicht ganz so schwarz. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Wie mache ich das jetzt? Ich setze mir meinen Schmetterling hier auf den Stamparatus irgendwo, dass er halt auf dieser Silikonmatte landet. Also, wenn ich das so mache, mittig. Wo genau ist völlig egal. Lege ich mir mal ein Stempelset oder hier mein Reinigungsprofil drunter, damit ich eine gerade Fläche habe. Immer ein Stück rüber. Also da habe ich ihn mir jetzt aufgesetzt und benetze den mit meinem Memento. Dann mache ich meinen Abdruck hier auf die Stempel- und Perforiermatte. Habe ich jetzt Stempel- und Perforiermatte gemeint? Ich meine auf meine Silikonmatte. Die könnt ihr natürlich auch bei Stampin' Up bestellen. Und macht das noch ein zweites Mal, deshalb Stamparatus, weil so würde der Abdruck nicht besonders kräftig schwarz. Und das mache ich gleich nochmal an die gleiche Stelle. Jetzt nehme ich mir zügig einen Karton in Weiß, wenn möglich auf meiner Stempel- und Perforiermatte. Nehme meine Matte, drehe die mir jetzt um. Und setze die, ohne zu verrutschen, wenn möglich, hier auf den Karton. Und drücke das Ganze fest. Also man muss sich schon im Klaren darüber sein, dass die Linien nicht so schön sind wie im Originalabdruck. Aber für den Zweck ist es absolut okay, jetzt gucke ich mal. Also es geht auch mal so ein Stempelabdruck daneben. Jetzt schauen wir mal, ob er was geworden ist. Vorsichtig einmal abziehen. Jawohl. Und jetzt möchte ich gerne meinen Schmetterling kolorieren. Wie gesagt, diese Richtung, die Originalrichtung, brauche ich fünfmal. Und diese Richtung, die gespiegelte Richtung, brauche ich viermal. Und jetzt werde ich mir das Ganze kolorieren mit den Blends. Und wenn man das koloriert hat, dann sieht man auch manchmal, so manche, dass es nicht ganz so 100% ist, sieht man gar nicht mehr. Also das werdet ihr dann auch gleich sehen. Ich werde jetzt nur einen der Schmetterlinge ausmalen. Die sind alle identisch, wenn auch spiegelverkehrt ausgemalt. Dazu habe ich mir folgende Blends hier ausgesucht, eine ganze Menge. Was ist das? Das ist einmal Aquamarin Dunkel
Bermuda Blau Hell, dann, den weiß ich nicht, Rauchblau in Dunkel, dann habe ich einmal Flieder Hell, Heideblüte ist hell und dunkel, dann habe ich Rokoko Rosa, ja, hell dunkel, Flamingo Rot hell dunkel, Lindgrün dunkel, Bronze und Apfelgrün hell und dunkel. Und damit werde ich mir jetzt meine Schmetterlinge beispielhaft an einem ausmalen. Wie gesagt, die anderen genauso, bloß eben spiegelverkehrt. Fertig ist der Schmetterling. Ihr habt gesehen, ich bin auch über die Ränder durchaus nochmal drüber. Dadurch kann man so manche Unebenheit im Schwarzstempel durchaus verbessern. Also ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Tja, und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig. Ich muss diesen Schmetterling ausschneiden. Wie gesagt, viermal in die Richtung und fünfmal in die Richtung und das Ganze mit der Schere. So, Schmetterling ausgeschnitten. Ist ein bisschen friemelig, aber wie gesagt, lohnt sich dann am Ende, wenn man das Ergebnis anschaut. So, den Rest lege ich mal weg. Wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich das eben schon gemacht. Also ich habe schon fünf von dieser Reihe und eben entsprechend die andere Geschichte ausgeschnitten. Ich hole euch mal ein bisschen ran, damit ihr das jetzt besser seht. Also das sind meine beiden Kandidaten. Und jetzt muss ich die zusammenkleben. Also jetzt nehme ich aber erstmal, möchte ich meine Box zu Ende machen. Also dazu nehme ich einen Schmetterling, der in diese Richtung guckt und klebe mir den jetzt mit Tombow da entsprechend auf. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Damit ist meine Innenbox jetzt fertig. Den Gegenschmetterling brauche ich jetzt, um meinen 3D-Schmetterling zu machen. Und zwar brauche ich jetzt zweimal dieses Paar. Deshalb hatten wir insgesamt eben entsprechend so eine Menge Schmetterlinge. Also ich brauche jetzt einen, der in diese Richtung guckt und einen in diese Richtung. Und denen muss ich jetzt noch die Flügel stutzen. Nämlich, ich nehme den Schmetterling und schneide mir diesen Flügel weg. Hier entlang der Linie bis runter zum Körper. So ein bisschen am Kopf entlang. Einmal. Und dann schneide ich mir noch diesen Flügel bis zum Körper ein, auch entlang der Linie.
Das mache ich mit dem Gegenstück auch. So. Anschließend klebe ich mir die beiden deckungsgleich übereinander. Das hier habe ich jetzt einmal gemacht und das brauche ich noch ein zweites Mal. Das habe ich schon vorbereitet, damit ich immer eine Innen- und eine Außenseite habe. Und die beiden klebe ich jetzt nur am Körper diesmal ebenfalls wieder übereinander, sodass ich dann sozusagen meinen Schmetterling bekomme. Bevor ich das übereinander klebe, nehme ich mir aber mein Falzbein. Also, und werde den einen, den muss ich zu mir jetzt, also muss ich so machen, ich nehme hier unten am Körper und gehe hier vorsichtig mit drüber, dass die Flügel, passt auf, die reißen euch sonst ab, wirklich so nach außen gehen. Und hier hinten gehe ich nochmal leicht in die andere Richtung. So, dass ich da wirklich einen Schmetterling bekomme, also eine Hälfte vom Schmetterling. So. Die andere Seite muss natürlich in die andere Richtung. Und wenn ich das gemacht habe, dann klebe ich mir die beiden Kandidaten aufeinander und dann kann ich das nochmal nachbiegen und dann habe ich meinen wunderbaren Schmetterling. Also jetzt bitte nur am Körper kleben, auch nicht die Füße, sonst können wir es nachher nicht aufstellen. Jetzt muss man sich halt so zurückdrücken, wie man mag. Dann steht er. Ich werde mir den dann nachher unten an den Beinen eben auf die Schachtel kleben. Dazu muss das ein bisschen auseinandergehen. Und dann habe ich meinen wunderbaren, gehen wir nochmal ein bisschen näher ran, 3D-Schmetterling fertig. Also ihr seht, ein wirklich schöner Geselle. Und ja, und er ist von allen Seiten schön bunt. So, den lege ich mir jetzt erstmal beiseite, der darf noch ein bisschen vor sich hin trocknen. Und den werde ich nachher dann noch brauchen. Genau. Ich habe übrigens noch einen zweiten auch schon vorbereitet. Die nächste Arbeit ist jetzt natürlich der Deckel. Für den Deckel brauchen wir jetzt weiteres Material, nämlich einmal in Rauchblau einen Karton in den Maßen 20,6 x 21 cm und ich habe an allen vier Seiten ringsrum bei 3,5 cm gefalzt. Das sind unsere Ränder. Dann brauchen wir eine ganze Menge kleiner Streifen. Die müsst ihr euch beschriften, damit ihr nicht durcheinander kommt, weil die alle ähnlich sind, aber für unterschiedliche Zwecke. Und zwar zweimal 13,5 cm mal 3 cm zur Orientierung. Das sind hier, ist es an der Vorder- und an der Rückseite dieser Streifen, den wir uns wieder gestalten. Dann brauche ich zweimal 13 cm mal 3 cm, das ist der Seitenbereich, der ist ein bisschen kürzer. Dann habe ich einmal für den Deckel hier oben drauf, das ist 3D aufgeklebt, auch nochmal so einen Streifen, der ist 12,6 cm mal 2,5 cm. Das sind die schmalen Streifen. Und dann habe ich noch hier in Weiß 12,2 cm mal 12,6 cm. Das ist hier oben die Frontauflage. Oh nee,
ja, doch Frontauflage. Und dann habe ich noch den Aufleger drunter. Hier ist er in Blau. Ich will ihn jetzt in Rosa. Also das ist die Farbkarton Kirschblüte, 13 cm mal 12,6 cm. So eine ganze Menge Geschichten. Und ich möchte mit euch jetzt hier mit der Auflage anfangen, damit wir schon so ein paar Kleinkram weg haben. Also das wird jetzt sozusagen der erste Schritt werden. Und ich beginne jetzt wieder mit dem Streifen hier unten. Das wäre das Maß 12,6 x 2,5 cm. Für diesen schmalen Streifen brauche ich wieder meine Stanz- und Prägemaschine und wieder diese Bordüre hier. Dann brauchen wir wieder eine Unterlage, denn ich werde mir das Ganze jetzt wieder bearbeiten mit meinem Blending Pen, dem grünen und der Farbe Apfelgrün. Jetzt brauche ich wieder meine Blätter aus den Blumen voller Freude, diesen kleinen, und aus den Beautiful Brand Friendship. Das sind die gleichen Blätter, die ich vorhin schon verwendet habe auf der Innenseite. Die benutze ich also bei all diesen Bordüren ringsum. Ich als nächstes meine große Karte, diese 12,2 x 12,6 cm. Achtung, es ist ja keine ganz quadratische Box. Das heißt also, die längere Seite mit 12,6 cm ist nach vorne und die etwas kürzere Seite mit 12,2 cm ist die, die nach oben geht. Also die mit 12,6 muss ich zu mir legen, ne? Dass wir da die richtige Position haben. Das will ich jetzt hier mit meinem floralen Motiv bestempeln. Als Stempelsets habe ich mich entschieden für Blumen voller Freude und für die Tulpengrüße. Das sind ja typische Frühlingsblüher. Und die beiden werde ich jetzt nutzen, um hier die Front zu gestalten. Fangen wir mal mit den großen Blumen an. Die stammen aus Blumen voller Freude. Und da nehme ich mir dann gleich Kirschblüte. Through the fields of our past. Feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer. In die Blütenmitte mache ich mir aus dem gleichen Stempelset diese wunderbare Blütenmitte und die stempel ich in Flamingo. Jetzt nehme ich mir aus dem Set diese Blüte . Das können wir uns gleich offen lassen, denn ich brauche noch aus diesem Set die Tulpe, und zwar einmal die geschlossene und einmal brauche ich die kleine offene Tulpe. The
song is the same now. In June, lifting us higher. Ooh, we can see so clear. Ooh. Dann brauche ich die kleine Blüte hier nochmal in Blau, weil ich die gleich stempel. Dann nehme ich mir auf jeden Fall noch mal Aquamarin und die brauche ich auch noch mal, den Rauchblau, denn ich habe auch zwei kleine Blütchen vergessen. Also wie ihr das stempelt, das bleibt natürlich völlig euch überlassen. Das könnt ihr ja entscheiden, wie ihr möchtet, wie euch das gefällt. Setzt die Blüten, habt auch keine Angst, wenn das ein bisschen übereinander geht. Das ist überhaupt kein Thema. Dann nehme ich mir nochmal aus diesem Set die kleinen Pünktchen. Das ist immer noch Blumen voller Freude. Through the fields of our paths, feelings part always, keeping us close. Und dann nehme ich mir nochmal meine kleinen grünen von vorhin. Die sind auch aus den Blumen voller Freude. Ups. Allerdings nehme ich mir jetzt nicht nur diese Außenlinien, sondern ich nehme mir jetzt da auch noch den Füllstempel dazu. Und zum Schluss auch aus den Blumen voller Freude dieses große. Fehlen mir noch bei den blauen Blüten und den lila Blüten die Blütenmitten. Wem das jetzt nicht gefällt, dass da noch so ein paar Lücken sind, der kann jetzt zum Beispiel nochmal diese Punkte hier nehmen und Aquamarin und könnte hier nochmal einen ganz zarten zweiten Stempelabdruck reinmachen. Ne? Dann fühlt sich das auch noch so ein bisschen. Also das ist Geschmackssache, wie man das möchte. Wie gesagt, jetzt fehlen mir noch die Blütenmitten. Auch aus diesem Set, das hatten wir innen schon benutzt, ist dieser ganz kleine Stempel. Fertig ist mein frühlingshaftes Motiv. Als nächstes werde ich mir jetzt die Bordüre hier aufkleben, hier unten, und zwar in 3D-Optik. Dazu nehme ich mir Dimensionals.
Jetzt brauche ich meine Unterlage. Das war die in Kirschblüte. Ich klebe mir jetzt mit Flüssigkleber das auf. Auch hier wieder achten. Wir haben eine etwas längere und eine etwas kürzere Seite. Und jetzt habe ich noch was vorbereitet, denn ich hatte ja hier auch so erhabene Blumen. Die habe ich mir schon vorbereitet. Dazu habe ich wieder das Stempelset genommen, Blumen voller Freude, und habe hier die passenden Stanzformen genommen. Das ist herrlich blumig, und habe mir die große Blüte und die kleine Blüte ausgestanzt, und gestempelt sind sie passend eben zu diesen Motiven in Kirschblüte plus Flamingo und hier eben in Heideblüte. Und ich habe, glaube ich, bei der Aufleger den zweiten, also den, das war ja der zweite Abdruck Heideblüte, den ersten Abdruck Heideblüte genommen. Die habe ich mir schon mal hier vorbereitet. Die liegen da schon drin. Also einmal, genau, da habe ich den ersten den Abdruck eben Heideblüte genommen, den ersten Abdruck. Und einmal dieses hier. Und dann habe ich mir noch was ausgestanzt, nämlich einmal dieses Innenleben von der kleinen Blüte. Zeige ich euch mal gerade. Das ist dieses hier. Das habe ich mir einmal in Gold und einmal in Pergamentpapier ausgestanzt. Und das werde ich jetzt gleich auch aufbringen, nämlich auf dieser Blüte. Also, fangen wir mal an. Ich fange jetzt mal hier mit dem Goldenen an. Also das hier. Und obendrauf das gleiche eben einmal aus Pergamentpapier. In die Blütenmitte setze ich mir aus der Hortensienreihe diese wunderschönen Perlen. Die heißen Perlenschmuck in Pastelltönen, und hier passt natürlich das perfekt dazu. Und dann nehme ich mir hier den in Heideblüte, wenn er denn runter will, und setze mir den hier in die Mitte. Dann werde ich mir diese aufkleben. Da will ich mir das genau passgleich aufkleben. Und ich orientiere mich bei den Blüten. Da ist eine, die hat so drei Zacken hier. Und das ist die gleiche wie da. Daran orientiere ich mich. Und ich setze mir jetzt hier einen großen Dimensional drunter. Genau in die Mitte. Und auch seitlich noch. Da nehme ich aber die, oh, können wir eigentlich auch die großen nehmen. Of our parts, feelings part our ways, keeping us close but estranged now, dreams holding us closer. So, das wird daher der Sitzplatz für meine Schmetterlinge werden. Dann fehlt hier noch ein Etikett. Das Etikett habe ich genommen aus dieser wunderbaren Reihe. Da kann man sich ja, das, die heißen viele Etiketten, einen ganzen Satz Etiketten ausstanzen mit einem Mal, weil es eine Komplettstanze ist. Auf meinem ursprünglichen Projekt habe ich diesen gewählt, und jetzt nehme ich den. Den werde ich mir jetzt hier so hinkleben. Mal gucken, also so drüber. Und den klebe ich mir unten an der unteren Hälfte einfach fest. Ja. Hier setze ich mir noch einmal so eine Perle auf, diesmal die dunklere in Amethyst.
Und noch eine roséfarbene Perle. Und die setze ich mir oben hin. Und dann fehlen nur noch meine beiden Hauptakteure, aber die kommen ganz zum Schluss drauf. Eines habe ich noch vergessen. Den Spruch für dich habe ich übrigens hier aus den gestanzten Grüßen. Wenn ihr wirklich eine große Bestellung macht, dann könnt ihr euch dieses Set sozusagen dazu verdienen. Dazu muss man aber ordentlich mal Geld umsetzen, um eben diesen Spruch, um dieses Set zu bekommen. Und es ist ein ganz süßes Set mit ganz, ganz vielen tollen Sprüchen. Kommen wir zum Deckel. Dazu brauchen wir diesen quadratischen Karton, 20,6 cm mal 21 cm, der ringsum bei 3,5 cm gefalzt ist. Und ihr müsst jetzt darauf achten, dass die 21 cm Seite am besten unten und oben liegt. Und das hier sind die kurzen Seiten mit 20,6 cm. So, und jetzt muss ich mir hier erstmal einschneiden. Dazu nehme ich mir die Schere und drehe mir jetzt meinen Karton auf den Kopf, sodass ich hier die Bergfalzen sehe. Und ich muss jetzt dieses Quadrat, das zu mir schaut, und dieses Quadrat herausschneiden. Hier auf dieser Falzlinie ist es wichtig, dass ihr innen an der Falzlinie entlang schneidet und auf dieser Seite ebenfalls innen an der Bergfalz entlang schneiden, denn wir müssen ein paar Millimeter einsparen. Also ich schneide mir jetzt hier einmal entlang. Wenn ich das gemacht habe, drehe ich es wieder auf die richtige Seite. Und jetzt schneide ich mir hier das restliche Dreieck aus. Da schneide ich jetzt einfach auf der Falzlinie. So. An der anderen Seite, da habe ich auch so zwei Vierecke. Die werde ich mir jetzt als Klebelasche zurechtschneiden. Also einmal bis zur Falzlinie und dann anschrägen. Anschließend ziehe ich mir die Falzen nach. Jetzt kommt nochmal mein Kreis zum Einsatz, denn ich möchte mir diese Ecke und diese Ecke, hier haben wir die Aussparung, abrunden. Bevor ich mir den Deckel zusammenklebe, werde ich jetzt erstmal alle Sachen aufkleben. Ich beginne jetzt mit den schmalen Streifen, die wir noch übrig haben. Das werden hier außenrum diese Verzierungen. Und wie ihr seht, habe ich auch hier wieder diese geschwungenen Bordüren genommen aus schön schwungvoll. Und ich werde die mir jetzt zurechtschneiden. Also auf die lange Seite vorne und hinten gehören, die Maße 13,5 x 3 cm. Wer die jetzt nicht hat, die kann man ja auch so aufkleben und gestalten vorher. Also die beiden langen. Und auf die Seiten gehören die kurzen und die muss ich mir jetzt ebenfalls nach der gleichen Methode mit dem Kreis vorher noch abrunden. Das werde ich zuerst machen. Prägemaschine und wieder meine Bordüre. Ich überlege jetzt, wie ich die am besten anlege, wie es mir am besten gefällt. Und ich möchte, dass es hinten so eine Spitze gibt und hier nicht die Rundung in die falsche Richtung.
Bordüren muss ich mir jetzt gestalten, genauso wie ich das jetzt bei den anderen Bordüren auch gemacht habe. Und da wisst ihr jetzt ja, wie das geht, das muss ich euch nicht sagen. So, geschafft, meine entsprechenden Bordüren sind fertig. Und jetzt werde ich sie mir auf meinen Karton aufkleben und dann schließe ich mir den. Und zum Schluss nehme ich meine Untergeschichte und setze mir jetzt gleich den Deckel hier so auf. Ich stecke den rein und klebe dann sozusagen die Lasche um. Ich habe den schön reingesetzt, mache mir jetzt hier entsprechend Kleber auf und klebe das zu. Wenn ihr innen an der Falz geschnitten habt, passt die Kante relativ tief gut übereinander. Was ich noch nicht habe, ist jetzt hier der Eingriff. Da nutze ich wieder meine 2-Inch-Kreisstanze. Zwei Kartons schafft sie gerade so. Das heißt, ich werde mir jetzt hier mittig, das kann ich entweder ausmessen oder per Augenmaß machen, ein Stück von dem Kreis ausstanzen. So, und dann habe ich meinen Eingriff ebenfalls ausgestanzt und kann gut reinlangen. Was mir jetzt noch fehlt, ist jetzt die Auflage. Die werde ich mir jetzt auch mit Tombow schön in der Mitte entsprechend aufkleben. So. Die Box ist fertig und jetzt fehlen ja nur noch unsere beiden kleinen Highlights. Die muss ich jetzt hier noch aufkleben. Und ich habe mich entschieden zum Kleben, dass ich das Ganze mit Crystal Effects probiere. Das ist ja ein Klebstoff und gleichzeitig glitzert er. Der Glitzer will ich gar nicht. Aber ich habe gedacht, wenn was klebt, dann das. Da werde ich mir jetzt an die Füße hier ein paar Punkte machen. Ich werde mir das jetzt versuchen, da hinzusetzen. So, und das fasse ich jetzt nicht mehr an und lasse das jetzt erstmal trocknen. So, das ist meine Schachtel. Mein frühlingshafter Gruß, einmal hier in einem zarten Blauton und einmal hier im Roséton, wo meine beiden Hauptkandidaten hier noch fehlen. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt Lust auf Nachbasteln. Es ist ein etwas aufwendigeres Projekt, aber ich glaube, für den, der es bekommt, der freut sich bestimmt drüber. Also, bis zum nächsten Mal, viel Spaß und bis dahin, tschüss!